Ja, sind hier am Sonnenkreispodium und werden gleich mal Solger Leo rufen. So, ich habe letzte Mal die Pokémon trainiert auf mindestens Level 50. Wen haben wir hier? Wir haben Torpedo mit Toxin, Grimasse, Giftzahn und Knirscher. Ja, Giftzahn kann potenziell vergiften. Toxin. Ja, Toxin kann auch gut vergiften, aber kann auch daneben gehen. Okay, Grimasse brauchen wir, um Necros mal ein bisschen zu verlangsamen. Ja gut, Linda kennen wir schon. Erdbeben, Konter, Rambos, Dampfwalze. Und Pinsir, Kreuzschere, Felsgrab für den Innedrop, Bergsturm und Schwertanz. Als nächstes haben wir Dino mit Knirscher, Schutzschild, Tiefschlag und Risikotackle. Aber der bekommt ja noch nicht den Normium Z, sondern die Unlichtattacke. Noctium Z. So, wir dürfen auch schneller sein, oder vielleicht sind wir schneller als Necrozma. Vielleicht. Okay, jetzt geht, dann haben wir noch Angemon mit Mondgewalt, Spukball, Gedankengut und Mondschein. Und mit dem Angemon können wir uns immer gegenhalten, wenn Necrozma angreifen will. Und zu guter Letzt Elsa mit Schattenknochen, Bürde, Knochenrang und Irrlicht. Ja, Elsa könnte reinkommen und eine Bürde drücken, weil wenn es vergiftet ist, wird es natürlich mehr Schaden machen. Aus dem Grund würde ich einfach mal sagen, also nochmal die Items, oh, Torpedo hat leider nix, Ani hat auch nix. Okay, welches Item kriegt Torpedo? Eine Z-Attacke, weiß ich nicht, ich glaube eher nicht. Ja, welche Attacke könnte man einem Torpedo geben? Giftstich, um Gift, um den Giftzahn zu erhöhen. Ja, eigentlich. Ne, Schutzband auch nicht. Zitterorb auch nicht. Wahlglas auch nicht. Ja, eigentlich haben wir nichts für Torpedo. Vielleicht. Nee, auch das nicht. Vielleicht noch eine Z-Attacke, ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube, reicht das mal. Ja, ich habe schon gehört, dass Necrozma schon sehr stark sein wird. Aber wir werden auf jeden Fall auf Speeden und ein Toxin drauf knallen können. Weil wir haben ein Tohaido mit 111 Init. Praktisch das schnellste, ja, das schnellste Pokémon, das hier ist. Toxin, Grimasse, ja. Dann wollen wir einfach mal anfangen. Wir müssen hier hoch und dann die Flöte spielen. Willst du die Sonnenflöte spielen? Yep. Da wacht Cosmog oder Cosmovium.
Und es entwickelt sich zu Solgaleo. Ja, yeah, und den müssen wir wahrscheinlich fangen. Oder kommt noch eine andere Sequenz? Wölkchen, es geht dir gut. Ich bin ja so froh. Bin ich vielleicht erschrocken, als du plötzlich aus meinem Rucksack gesprungen bist? Ich hätte nie geglaubt, dass der Klang der Flöten dir solche Kräfte verleihen würde. Wer hätte gedacht, dass du dich dadurch zu dem legendären Pokémon entwickeln würdest? Laleo. Davon stand nichts in den Büchern, die ich studiert habe. Mit keinem Wort wurde erwähnt, dass du dich zum legendären Pokémon entwickeln würdest. Solgaleo. Ich meine, Wölkchen, bitte, ich muss unbedingt zur Mutter. Sie sollte nicht auf eigene Faust versuchen, Necrozma zu stoppen. Schließlich wollen wir ja alle Alola retten. Ja. Jetzt können wir endlich Mutter finden. Okay, Bromley fällt irgendwo her. Bromley, aber warum? Mutter. Oh, da ist das Biest. Kinder. Flieht. Diese Kreatur ist ein Monster. Mutter. Das ist Necrozma. Als erwachte, verfiel es augenblicklich in rasende Wut und schlug alles um sich herum in die Flucht. Bring dich in Sicherheit, Lily. Du kannst hier sowieso nichts ausrichten. Ich werde kämpfen, ich werde euch beschützen. Oh, ja, jetzt sehen wir das, was wir im Trailer gesehen haben, wahrscheinlich. Okay, ein Kampf von den beiden. Okay, Necrozma ist anscheinend zu stark für Solgaleo und jetzt. Fusion. Inselkönige, das ist ganz... Nanu, warum bin ich plötzlich so unruhig? Da, Coplosio. Was für eine seltsame Kreatur. Das soll ich also meinen verlässlichen Enkel... Ja. Kommt die nächste Mutter? Ne, da ist Kapuriki. Kapuriki ein bisschen beschützen und so ist nur ein Sparringspartner. Die übrigen Inselkönige werden sicher Ähnliches erleben. Ich zähle auf euch, meine Freunde. Da haben wir Myla und Mosquito. Und Schlinking. Ja, der hat gar keine Angst. So, und jetzt gegen Solgaleo. Oder? Können wir vorher noch speichern? Necrozma erscheint. Ah, es ist vom Typ Stahl, nicht wahr? Ah.
Ja. Das Ding ist, glaube ich, schnell. Ich würde erstmal sagen Grimasse, um es zu verlangsamen. Ah, ich habe die Animation noch angelassen, ausgelassen. Wo soll's? Also Knirscher. Okay. Stahlgestirn. Wow. Aber die Rauhaut kommt, das heißt. Ja, Stahlgestirn. Wir können zu Angemon raus. Elsa. Obwohl. Nee. Ich würde sagen, ein Knirscher haut es noch kaputt. Nee. Psyklinge, keine Wirkung. Ja, das war jetzt erstmal easy. Und ich muss die Animation wieder anmachen. Ja, das war eher ein kleiner Vorgeschmack auf Nekrosma. Das war noch nicht das echte Biest. Amamo und Darus. Nekrosma hat sich des Lichtes von Alola bemächtigt. Bald schon wird das alles ringsum Volk nochmal Finsternis anheimfallen. Ich werde das Licht von Alola vermissen. Es ist so warm und angenehm. Was wollen wir nun tun? Auf mich wirkte Nekrosma so, als ob ihm etwas fehle und es deshalb große Qualen leide. Du machst dir wirklich Sorgen um dieses Monster? Du bist viel zu gütig, Lilly. Dass du mit Cosmog durchgebrannt bist, geht doch gewiss ebenfalls auf das Konto deiner Gutmütigkeit, nicht wahr? Wie naiv. Ihr könnt uns behilflich sein. Genauer gesagt brauchen wir jenes legendäre Pokémon, mit dem ihr von einer Welt in die nächste gelangt. Sie haben vielleicht Nerven. Hey, nicht streiten. Dafür haben wir keine Zeit. Als ich mir vorhin deinen Kampf anschaute, erregte etwas meine Aufmerksamkeit. Nekrosma schien sich sehr für den Armreif zu interessieren, den du da trägst. Wie hieß er noch? Z-Kraftring? Es hat es auf die Z-Kristalle abgesehen. Du hast im Laufe deiner Inselwanderschaften bestimmt schon jede Menge Z-Kristalle gesammelt, stimmt's, Archie? Jedenfalls mehr als die Captains, Inselkönige und Königinnen, die sich ja immer nur auf einen bestimmten Typ konzentrieren. Die Z-Kristalle haben es ihm also angetan. Interessant. Da es dir geglückt ist, Solgaleo herbeizurufen, könntest du sicher auch auf unserem Lunala in die Welt begeben, in der sich Nekrosma aufhält. Diese Fortbewegungsmethode unterscheidet sich nicht sonderlich von eurem Pokémobil. Genau, aber bei uns sagt man dazu Ultra Warp. Um in Nekrosmas Welt zu kommen, musst du das weiße Warp-Loch durchqueren. Die übrigen Warp-Löcher transportieren dich in völlig andere Welten. Okay, das zweite Nekrosma ist so stark, es ist Level 60 und One-Hit alle deine Pokémon außer Pampos und Pixie. Ja, doof. Vielleicht gelingt es dir sogar noch, Nekrosma zu retten. Ja, das wird ja nett. Ja, dann Beutel. Okay, alle sind geheilt. So eine Ultra-Nekrosma ist ja mega schnell. Das heißt, ich muss mit Torpedo jetzt irgendwie Grimasse rausbringen. Und toxinisieren. Noch nicht. Ich wollte noch speichern.
So. Ja, wir fangen an. Wir zählen auf dich, Lunala. So, da ist es auf, die Pforte. Cool, so. Ab zu Necrozma, wa? Durchquere beim Ultra-Warp auf Lunala die Ultra-Pforte. Bis zu den Warp-Löchern, die in andere Welten führen. Ja, rechts, links, oben, unten. Neige das System in die gewünschte Richtung, um dich dorthin zu bewegen. Okay. Lunala will Energie, um die Ultra-Pforte zu durchqueren. Sammle Energiekugeln ein, um schnell zu werden, um eine große Distanz zurückzulegen. Berührst du die Elektrokugeln, wirst du jedoch langsamer. Diese großen Löcher sind Warp-Löcher. Gerätst du in ihre Nähe, wirst du hineingezogen. In welche Welt du warp wirst, hängt von der Farbe des Warp-Lochs ab. Okay. Je größer das Warp-Loch, also umso seltener Pokémon. Nun gut. Jo, da reiten wir auf Lunala. Okay, gucken wir mal, was da abgeht. Oh, Tonprobleme. Okay, ich muss anscheinend woanders hin. Muss jetzt bis ganz nach hinten zurückfahren. Okay, dann halt nochmal. Also wie viele Lichtjahre muss ich jetzt erreichen? 4000, 5000? Bin ein weißes, das Ding. Ja. Das ist ja lustig, das ist auch falsch. Hinter die Wölfe, ja. Ziel. Okay, ein Tobutz. Das will ich ja noch nicht. In ein weißes Warp-Loch. Das heißt, egal welches weißes Warp-Loch, es muss einfach nur weiß sein. Ach so, das weiße Warp-Loch, ja. Ja, sie hat gesagt, ein weißes Warploch.
Ja, das ist doch ein weißes Warp-Loch. Oder nicht? Das könnte es vielleicht sein. Ja. Na, da haben wir das doch. Ultra Metropolis. Insel. Oh, geändert. Willkommen, Bewohner der Alola-Region. Ich heiße Mirin und bin ein Mitglied des Ultra-Forschungsteams. Seit die Cosma aus Alola zurückgekehrt ist, ruht es oben an der Spitze des Metropo-Towers. Alle haben sich in ihren Häusern in Sicherheit gebracht, da sie fürchten, die Cosma könne genau wie bei der Ankunft Samanthas erneut seinem Zorn freien Lauf lassen. So sehen die Alolaner also aus. Ich würde dich zu gern einer wissenschaftlichen Untersuchung unterziehen. Aber nicht jetzt. Mein Name ist Sionia. Ich bin der Kommandant des Ultraforschungsteams. Necrosma hat seine ursprüngliche Kraft zurückerlangt, indem es das Licht geraubt hat. Doch es kann es nicht kontrollieren, da es einen Teil seines Körpers verloren hat. In seinem jetzigen Zustand ist ihm das Licht eine Bürde. Mit den Mitteln der Wissenschaft ist es uns gelungen, Necrosma zu besänftigen. Die Mittel der Wissenschaft ermöglichten uns auch, unsere Welt etwas zu erhellen. Doch zu lange waren Necrosma und leider auch wir selbst dazu gezwungen, ein Leben in absoluter Finsternis zu führen. Bitte halte Necrosma auf. Du findest es dort hinten im Metropo Tower. Ja, es ist vom Typ Psycho. Es hat Psycho-Klinge drauf, Stahlgestirn haben wir gesehen. Ja, also Grimasse muss auf jeden Fall rein, damit wir mal als Erste angreifen können. Und Toxin. Wobei ich glaube, Toxin ist in der Sache zuerst wichtiger. Du gehst also. Unsere Ultra-Metropolis war einst eine von Licht erfüllte Welt. Necrosma, von dem alle nur ehrfürchtig als seine Lumineszenz sprachen, teilte seine Energie mit uns. Und nicht nur mit uns. Über die Ultrapforten wurde dieser Segen auch dem weit entfernten Alola zuteil. Durch die Gier unserer Vorfahren kam Necrosma ein Teil seines Körpers abhanden, was es in Raserei versetzte. Wir bitten dich daher inständig, ihm zu helfen. Bitte. Ist klar. Okay, Level 60, wir sind alle so Level 50, ja, außer Pixies, das hat Level 60 drauf. Ja, das wird jetzt ein paar Tote geben. Und ich denke, oder ich glaube, dass wir die Mega-Entwicklung jetzt sehen werden.